Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen, ja, neues Eternal Evolution Video und wir machen hier jetzt erstmal die Trophy-Jagd und gucken wir mal. Clear Level 3 or above of the Roulette of Truth without using your Support Views. Also keine Support-Helden, Stufe 3, wir versuchen Stufe 6. Dürfen hier keinen Masrani nehmen. Das heißt, wir nehmen... Wir probieren mal Dorali aus. Nehmen hier den Phantom Cloak. Nehmen hier den Revitalization Kristall. Und nehmen hier dann Praying Eyes. Und gucken mal, ob wir das auf Stufe 6 schaffen können. Das wäre nicht gut, dann würde ich keine Ausrüstung oder sowas verlieren, wenn wir Stufe 6 clearen. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Nett zu sein. Gucken mal. Ja, super. Das haben wir ja schon mal easy geschafft. Leute, da haben wir ja auch nochmal hier ein neues Team quasi präsentiert. Und, hä? Achso, es war nur ein Mann, deswegen so wenig. Ich war jetzt verwirrt, warum wir so wenig bekommen haben. Ja. Damit haben wir schon mal das erste fertig hier. Zack, was haben wir da? Vanguard und Assassin Heroes kriegen 12% HP. Nehmen wir mal mit hier. So, dann haben wir... Crimson Rod ist heute, glaube ich, gar nicht auf, ne? Nein. Okay, Mirage Space ist heute auch nicht auf. Können wir heute nicht machen. Gucken wir mal hier. Clear Level 4 above the Crimson Abyss without using Simona Heroes. Okay. Ja, da schaffen wir wohl. Da machen wir einfach 4. Ganz einfach. Ich habe da jetzt, mache ich jetzt nichts Großartiges. Keine Simona Heroes. Ja, das ist ja auch easy, ne? Level 4. Mann, ich will doch. Die Helden wegklicken. Ist das Spiel dumm? Meine Fresse. Danke. So, keine Summoner Heroes. Dann nehmen wir das schon mal rein. Dann nehmen wir Leo rein. Nimm Rest auf jeden Fall mit. Nimm Dominic mit. Und wir ballern mit Jaina alles weg. Aber ich habe jetzt gar keinen Bock hier überhaupt die Dinge umzuändern. Prototypen scheiß drauf, Level 4 ist eh an nix. Ja. Dann haben wir schon mal wieder eine neue Trophy erjagt. Die bringt uns Tank and Summoner Heroes gain 6% HP. Das ist geil, dass Tanks mehr HP kriegen, ist natürlich nicht schlecht. Ach, Digga, hier ist ja noch mehr Crimson Abyss. Ich sollte mal nur gucken. Okay. Ja, dann müssen wir das nochmal machen. Clear Level 5 or above of the Crimson Abyss. Nur Hunter und Support. Ja, das ist ja auch easy. Machen wir schnell nur Hunter und Support. Mann, ich will doch nur die... Helden wegklicken. Ey, das ist so schlecht gemacht hier gerade. Mein Gott. Hunter. Du. Du. Du, du. Und Support. Dann nehmen wir obviously Miranda. Ach komm, ich nehme jetzt hier einmal kurz das Ding rein. Dann nehmen wir schnell Kamotta. Dann ist das easy. Ja, nicht verbal, Kamotta. Und Abflug, würde ich sagen. Easy.
Da haben wir die Trophäe auch am Start. Die gibt uns im PvE Elitarius Gain Attack und HP. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, Clear Desert Cave ohne Energy Heroes. Okay, Desert Cave ohne Energy Heroes. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen Tank. Dann nehmen wir hier Dorali rein. Versuchen wir das auf EX3. Ich denke mal, Dorali wird auch gar nicht so schlecht hier sein. Hoffe ich einfach mal. Gucken, wie sich das hier auswirkt und ausläuft. Sieht mal ganz gut aus. Problem ist, dass uns ein bisschen der Schaden fehlt von Nord, aber okay. Vielleicht kann ich hier nicht EX3 machen. Ich mache einfach EX1 fertig. Ey, ich habe jetzt hier nicht mega Lust, hier die ganze Zeit rumzueiern. War ja EX1 nur. Muss ich da nicht so übelst rumswetten jetzt für unnötig. Gerade Desert Caves sind die Belohnung eh Trash. Tolles bekommen, aber wir haben den Schlüssel auf jeden Fall geholt. Ist to unlock new slots in the collection. Also das ist schon mal gut. Clear Sincero Marsch 1 above. Above without using Atlas Heroes. Sincero ohne Atlas Heroes. Das ist natürlich schon mal der. Weg. Muss erstmal eh mein Team hier umändern. Den rein. So. Miranda. Und dann machen wir Dorali vorne rein. Das müsste vielleicht gehen. Grace. Schleunigung. Gucken wir mal. Schöner 40,5 Millionen hier auf ihr. Damit weiß man genau, wie viel Leben das hat. Der halt nämlich immer auf 100%. Also hat dieses Dragon bei mir 14,5 Millionen HP. Mehr hier. Gucken, wie sich das hier auswirkt. Wenn nicht, machen wir einfach EX1 wieder auch einmal. Ist auch nicht so schlimm. EX3. Ah, ich habe Luke vergessen. Naja, ich hätte Luke reintun sollen. Der macht besser. Vor allem, weil der Defense down macht. Ich nehme mal Luke rein, mal gucken, wie das mit Luke ist. Anstatt Ravenna.
mit Luke geht das schon besser auf jeden Fall. Ja, Leute, ich mach mal kurz Pause, es geht jetzt hier bis zum Ende so weiter. Beziehungsweise, nevermind, mein Team ist verreckt. Ich mach das eben auf EX1 so. Nicht EX3, EX1. Dann haben wir das fertig. Ich hab ja Lust, hier groß Faxen zu machen, ey. Wenn die Quest es nicht verlangt. Schmilzt viel schneller hier auf EX1. Die Quest auch easy fertig damit. Zack, wieder ein Schlüssel mehr. Dann haben wir hier Terradome ohne Support Heroes. Wir machen da auch einfach Terradome ohne Support Heroes. Schaffe ich das? Teste mal, ob ich Theodor Omega 3 ohne Support Heroes schaffe. Ich glaube zwar nicht, aber. You never know until you know, or what? Das mal so vielleicht. Bailey hat schon richtig Schaden. Der kann sich noch ein bisschen heilen. Bailey, mach's gut. Natürlich nicht so geil. Ach komm, ich mach einfach EX1, ich habe keinen Bock hier rumzuschwitzen. Mein Gott, bin ich zu nervig. Machen EX1, fertig, Abfahrt und lass stecken. Ja, tötet den bitte, bevor diese Phase kommt. Los. Boah, 3%. EX1 war ja Amnas easy.
Haben wir dann, glaube ich, erstmal alle Trophäen, die wir heute jagen können, freigemacht? Wie kann ich denn jetzt das hier freischalten? Achso, das ist mit einem Key. Ja, das gucke ich mir alles in Ruhe erstmal an, Leute, und zeige euch dann hinterher, wie das war. Wir haben auf jeden Fall erstmal die ganzen Trophys jetzt gesammelt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer RZA1. So, wir machen weiter. Jetzt hat heute Crimson Rod geöffnet. Wir müssen Level 3 ohne Energy Heroes machen. Das können wir locker schaffen. Level 3 ist jetzt nicht so wild. Wir gehen einfach rein, Level 3. Keine Energy Heroes, haben sie gesagt. Was nehmen wir denn da? Wir gucken mal, was wir hier wirklich haben. Wir brauchen auf jeden Fall AOE. Wollen wir mal die Summoner testen, ob die das hier schön machen können? Ja. Die Tanks. Aber ich weiß nicht, ob wir das Knockdown können. Und im Knockdown machen die Tanks ja nicht so viel Schaden. Wir machen lieber die Summoner. So. Dann nehmen wir noch Masani mit. Oh, jetzt habe ich. So. Generalization Kristall, Ruler Swing. Und dann nehmen wir noch Dominant Nucleus. Dann nehmen wir noch Enlighten mit. Und lassen das einfach auf Vollauto laufen. So. Einmal, wir wollen nicht zu viel hier für den Mist verschwenden. Wir wollen einmal nur das, die Trophy uns holen. Morgen geht dann quasi Mirage Space auf. Da mache ich dann das letzte. Und dann ist quasi das Video für euch am Start, Leute. Dann haben wir alle Trophys, weil bis Twilight kommt. Da gibt es noch eine Trophy, wo man in Twilight Level 7 machen kann. Wo ich mir auch vorstellen kann, hey, Level 7 ist gar nicht möglich, weil man schon bei Level 8 direkt startet. Würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, ob das geht oder ob das verbuggt sein wird. Wir werden es bald rausfinden, wenn das nächste Twilight startet. Jetzt erstmal Endless Battle angesagt. Ich hoffe, ihr habt meine Endless Battle Videos geschaut, um eure maximale Punktzahl zu machen. Ihr seht, das hier ist easy, die Trophäe hier zu machen mit den Summonern. Also könnt ihr locker mit Summoners machen, die Trophäe. Das ist gar kein Problem. Dauert nur ein bisschen länger als mit Energy, aber es geht gut, klar. So, super, dann haben wir die Trophäe auch am Start. Nichts bekommen. Das hat mich auch nicht jetzt gewundert. Was ist hier? War das jetzt Collection? Honor Achievement. Jo, jetzt haben wir hier Hunter und Energy Heroes Gain 12% HP bekommen. Mal mit. Morgen machen wir dann also weiter hier bei dem hier. Und das dauert ja noch. Clear this without using Atlas Heroes. Alles klar, Leute. Morgen geht's weiter. Peace. So, Leute, es geht weiter. Unsere Trophäenjagd steht an. Und das ist jetzt die letzte Trophäe, die wir uns erstmal holen können. Das können wir noch nicht machen. Und Clear Level 3 or above of the Mirage Space without using Atlas Heroes. Das ist auch relativ easy. Wir versuchen einfach Stufe 6 zu machen. Wen können wir denn hier noch nehmen? Also keine Atlas Heroes dürfen wir benutzen. Senway hat er überhaupt hier bei mir? Ich glaube nicht. Mucka mit. Oder ne, wir nehmen einfach. Wen nehmen wir mit?
Keine Atlas Heroes. Ich würde gerne natürlich Stufe 6 clearen. Ja, wir nehmen Rebecca mit, lassen das mal so. Gucken, ob wir das so geklärt kriegen. Sollte eigentlich drin sein, allein Dorali und Daniel machen das schon klar. Und dann noch der Damage Boost von Rebecca. Das sollte eigentlich relativ easy von der Hand gehen. Seht, der Schaden ist auch super stark. Ich habe jetzt halt Ampu rausgenommen und Kalaza reingetan. Ob Kalaza uns hier hilft, aber der macht auch relativ gut Schaden. Von daher ist Kalaza auch sehr zu empfehlen hier in dem Dungeon. Joa, die Aufgabe hier schaffen wir wohl, denke ich. Auch wenn uns Rebecca hier unnötigerweise keine Schilde bekommt, von Dingens. Ja, jetzt stirbt sie dadurch auch, aber ist egal. Nehmen wir das hier gerne mit. Dann haben wir alle Trophäen fertig. Ich hoffe, euch hat das Video dann gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, oh, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo raus. Wir müssen hier doch nochmal... Ah, wir müssen das nochmal doch umstellen. Wir stellen sie hier hin, damit sie dieses Schild bekommt. Sie hat einfach... gefehlt, weil sie kein Miranda-Schild hat. Ich zeige jetzt nicht nochmal den ganzen Run, Leute. Ich mache am Ende nochmal und dann verabschiede ich mich. So, ich hatte das jetzt noch einmal durchlaufen lassen. Haben wir das fertig gemacht und haben alle Trophäen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sammeln unsere letzte Trophäe hier ein. Zack. Zack, da haben wir die Trophäe auch. Tank and Summoner Heroes gain 12% HP. Die ist super nice. Die kann ich auch reinnehmen. Wir haben hier auf jeden Fall schlechtere bestimmt drin. Nimm die mal raus. Ich hoffe, ich kann dann... Ah, jetzt muss ich halt natürlich einen Tag warten. Naja, so ist das. Warten wir einen Tag und dann machen wir die andere rein, die wir uns gerade geholt haben. Hey Leute, hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf dem Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Wizard 1.